Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Sail mit mir, dem Tavo und der Cashy. Ja, auch von mir. Moin moin und willkommen auf der lustigen Seereise. Ich habe gerade nochmal geschaut bei dem gewerteten Gefecht und da steht eindeutig, Divisionen dürfen nicht an gewerteten Gefechten teilnehmen. Also hatte ich recht. Edgy Badge. Genau, und der Tavo hat Unrecht. Ja. Wenn ich ihn sehe, werde ich es ihm sagen. Ja, und ich verprügeln. Würde vorschlagen. Verprügeln, ja, das kann ich nicht. Ich bin zu schmächtig, um den Tavo zu verprügeln. Das ist nämlich ein Tier. Ah, okay, ne? Ja. Ja, das ist auch sehr attraktiv und so. Ja. Ja, wir sollten in ein Spiel gehen, bevor das hier schlimmer wird. Ich nehme die Tenryu. Dann nehme ich das auch mal. Ich hoffe, dass man die so ausspricht. Ist ein Kreuzer mit Torpedos. Genau, eigentlich die Kuma in klein, sozusagen. Ja. So, dann starten wir mal ein Gefecht, wa? Genau. Schauen wir mal, was echt schön ist, muss ich sagen, dass wirklich bis jetzt immer sehr schnell ein Gefecht gefunden wurde. Ja, das stimmt. Also lange muss man nicht warten. Nee. Wir werden dieses Mal wahrscheinlich ein wenig weniger reden, weil das letzte Mal war ja statt einem Let's Sail eher ein Let's Fail. Ja, das war zu erwarten irgendwie. Ja, gut. Spielen und reden ist immer ein bisschen schwierig. Also es kann sein, dass es einfach Momente der Stille gibt, die man genießen und zelebrieren kann. Du redest voll Blödsinn. Dafür bin ich bekannt. Ja. So. Ja, es gibt verschiedene Typen von Maps übrigens. Das hier ist eine Map, in der man jetzt in den gegnerischen Bereich einbringen muss. Gibt aber auch welche, wo in der Mitte ein Punkt ist, den alle erobern müssen. Und es gibt welche, wo man 3 Punkte erobern und halten muss. Hier ist es wahrscheinlich eher so, dass wir uns gegenseitig auf die Mütze kloppen. Auf die Mütze kloppen? Ja, auf die Kapitänsmütze. Ach so. Genau. Übrigens wichtig zu beachten, ungefähre Reichweite seiner Rohre. Ne, dieses Ding hier schießt so 10 Kilometer weit. Und die Torpedos, falls man jetzt mal vorher nicht geguckt hat, was sein Torpedo so macht, also wie weit er schießt, kann man nachschauen, dann einfach entsprechend die Maus so lange hochbewegen, bis es rot wird. Und man sieht dann, wenn man jetzt diese beiden Dinger da beachtet, ungefähr 6-7 Kilometer schießen die. Also 6,87 Kilometer, meine Torpedos. Genau, und auf der Minimap seht ihr auch den Radius. Genau. Das heißt, man weiß ungefähr, wo man sich befindet. In etwa. Ja, ich fahre jetzt hier so gerade straight durch, aber ich werde gleich nach rechts abbiegen. Und durch diese kleinen Inseln da durchfahren. Ja, es ist von der Systematik so, dass haben wir aus anderen Videos uns angelesen, wollte ich gerade sagen, dass die Kreuzer, aber vor allen Dingen auch die Zerstörer, also die ganz schnellen, eigentlich fürs Captain zuständig sind und naja, die Aufgabe der ganz schweren Schlachtschiffe ist es sozusagen, das Ganze noch zu unterstützen. Mhm, genau. Also die Schlachtschiffe sind nicht fürs Captain gedacht. Kreuzer und Zerstörer sollen das machen. Kreuzer sind besonders gefährlich für Zerstörer. Zerstörer sind besonders gefährlich für Schlachtschiffe wegen ihrer Torpedos. Und auch für Kreuzer. Und Schlachtschiffe sind besonders gefährlich für gar keinen. Was? Doch. Die können doch nichts. Die sind groß, schwer und doof. Ja, aber wenn sie treffen, dann treffen sie auch meist ordentlich. Das ist korrekt. Oh, und dieses oh Gott. Ding da, die South Carolina hat mich gerade auch schon gesehen. Ach, wie ich elegant ausgewichen bin. Elegant, geradezu grazil. Ja. Und wie ich elegant daneben schieße. Warte mal, hier ist doch irgendwas. Uiuiuiui. Okay, ich glaube, das wird eine sehr kurze Runde, wenn ich mich nicht gleich ein wenig besinne. Oh ja. Wir haben auch die. Ich werde jetzt erstmal ein Torpedo abfahren. Volle Meute von Gegnern hier, ne? Ja. Ich schieße jetzt Torpedos dahin. Okay. Also, ich habe genau das gemacht, was man wahrscheinlich nicht machen sollte. Voll reinfahren. In die Mitte. Das war nicht so geschickt irgendwie. Ja, wie gesagt, let's fail statt let's sail. Mit Glück kann ich noch entkommen. Mit Pech kann ich das nicht. Es sieht nicht so aus. Es sieht nicht so aus. Oh Gott, da ist schon der nächste. Ja, ich bin im Eimer. Das war es dann wahrscheinlich gleich von mir. Ich bin hin, tatsächlich. Oh Gott. Ja, ich bin der erste Ausfall. Also, zumindest in diesem Spiel. Generell bin ich schon öfter der erste Ausfall. Dann werde ich mich jetzt darauf
konzentrieren, zu kommentieren, was die Cashi so tut. Super. Und auch natürlich zu bewerten, was mir zusteht, weil ich gerade besonders viel Kompetenz bewiesen habe. Genau. Wenn ich es dann schaffe, zu dir zu kommen. Das Problem beim Durchscrollen durch die Schiffe aus dem eigenen Team ist es, dass keiner wirklichen Reihenfolge folgt. Nee. So. Das geht daneben. Wir sehen hier die Cashi mit der Tenryu. Leicht daneben. Ist auch vorbei. Ist auch vorbei. Genau, ja, eine Riesenmasse von Gegnern. Manchmal hat man das Gefühl, dass mehr Gegner auf dem Bildschirm sind als Verbündete. Ja, das stimmt wohl. Ja, da bin ich zu offensiv reingegangen. Und nicht über die Seite. Ist nicht so clever, durch die Mitte durchzugehen. Ich weiß noch nicht mal, ob noch einer meiner Torpedos getroffen hat. Ja, die Cashi, wie man sieht, hier gerade auf dem Abwärtskurs. Kannst du mal den Schnabel halten? Ja, ich kommentiere das hier, das ist sozusagen ein Spiel. Ja, sehr schön, wie sie die Drehung da macht. Elegant. Um die eigene Achse. Holz dein Maul, du alte Wut. Da sehen wir auch schon hier die Wakatake sehr offensiv von der rechten Flanke kommend. Aber sie konzentriert sich da eiskalt auf die Chikuma. Offensichtlich weiß sie, dass die Schwäche des Gegners in der Chikuma liegt. Und da geht die Chikuma auch down. Gutes Spiel hier von der Cashi, obwohl sie nicht getroffen hat. Oder zumindest nicht versenkt hat. Aber sie hat es gut angedacht. Was wird wohl ihr nächstes Ziel sein? Ah, sie entscheidet sich für den gefährlichen Kurs. Da bekommt der Tavo noch einen zerstört. Wo auch immer das herkommt. Hä? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, also entweder ist mein Torpedo noch 3 Jahre gelaufen oder irgendwer ist daran abgesoffen. Weil das ist so, dass Torpedos unten das Schiff durchlöchern können. Und wenn dann jemand absäuft, dann, ja, dann kriegt man auch nochmal irgendwie eine halbe Stunde später zerstört. Cheater. Ja, das ist schön. So habe ich mir eine 1 verdient. Was mich befähigt, hier die kompetente Kommentatorenrolle auszuüben. Oh ja, da sneakt sie sich ran an die Kawachi. Die Kawachi hat sich festgefahren hier an der Insel. Wird sie es schaffen, einen Torpedo so abzusetzen, dass die Kawachi keine Chance mehr hat, zu entkommen? Wahrscheinlich nicht, aber gut. Wahrscheinlich wird sie es mit enger Streuung machen, aber vielleicht setzt sie auch auf die breite Streuung. Na, wir sehen hier ganz eindeutig die enge Streuung der Torpedos. Und die gehen ins Ziel. So sieht es aus. Übrigens, bei Kampfschiffen ist es tatsächlich so. Also, Kampfschiffe fahren in eine Richtung, habe ich ja schon mal gesagt. Die bewegen sich seltenst außerhalb dieser Richtung. Drehung, Wendung. Das kennen Kampfschiffe nicht. Oh Gott, ist voll daneben. Ja, leider. Vielleicht noch den Zipfel hinten. Erwischt habe ich ihn. Auf jeden Fall, aber jetzt kriege ich. Ja, es kriegt. Okay, ja. Da sind wir beide down und setzen damit gekonnt. Aber ich habe ihn noch zerstört. Genau. Und wir setzen damit gekonnt die Let's Fail-Serie von World of Warships fort. Genau. Naja. Ja, aber wie bei jedem Spiel. Man muss es halt ein bisschen trainieren. Und das tun wir. Und irgendwann können wir auch abliefern. Ja, und wir zeigen natürlich nicht nur die Let's Plays, die super gelaufen sind und wo wir brillieren, sondern auch die Let's Plays, wo wir Hochhaus verkacken. Tatsächlich zeigen wir sogar nur die, also wir, die Was? Guten, die sparen wir uns. Die Guten, die sparen wir uns immer auf, damit die Leute nicht denken, dass wir überheblich sind. Also, genau. Wir zeigen immer nur die Schlechten, damit sich keiner schlecht fühlt. Ne? Wenn man jetzt die Spielstärke in seiner ganzen Glorie betrachten könnte. Ich glaube, ich höre jetzt besser auf. Ja, besser ist das. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Durchhalten und fürs Kopfschütteln und die eventuellen Kopfschmerzen, die daraus resultieren. Ja, und das Kaputtlachen. Und das Kaputtlachen, ohne hoffentlich kaputt zu gehen. Genau. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.